Herzlich willkommen zurück zu My Time at Sandrock. Ja, leider ist bei mir das Programm fast abgestürzt und deswegen musste ich nochmal neu laden. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter, aber es lädt irgendwie immer noch. Ich glaube, gleich tauchen die Leute wieder auf. Okay, da kommt was. Reden wir mal schon mal mit den Leuten, die aufgetaucht sind. Ja. Setzen sich erstmal hin. Einmal habe ich ein Bild für Logan gemalt. Das hätte ich nie tun sollen. Oh, aber das ist voll nett. Aber so ich verstanden habe, war er auch vorher hier Teil der Gemeinschaft, ne? Na gut, jetzt geht's einmal weiter. Was sagt der Cooper? Es ist mir völlig egal, ob es sich dabei um wichtige Details handelt oder nicht. Wer einen Zug entführt, kommt in den Knast. Wasser stehlen? Du kommst in den Knast. Meinen Jackmel anfassen? Knast. Worüber haben wir nochmal gesprochen? Der ist auch eine Granate, ey. Ich weiß auch nicht. Ich muss mit dem erstmal noch warm werden, irgendwie. Weißt du, ich habe Logan mal geholfen, seine Möbel zu bauen. Er war ziemlich entspannt, verlangt weniger, zahlte mehr und beschwerte sich nie über meine Arbeit. Ich denke, es ist egal, wie gut die Leute sind. Sie können immer schlecht werden. Echt schade, Junge. Ja, er klingt so, als ob Logan tatsächlich vorher ein ganz netter gewesen ist, ne? Die Wahrheit ist, Logan ist gut fürs Geschäft. Wenn er etwas kaputt macht, reparieren wir es. Wenn er eine Gegend terrorisiert, nun, das bedeutet Gefahrenzulage für alle, nicht wahr? Ey, was, wenn das wirklich irgendwie so ein Plot-Twist ist und er das extra macht? Es tut mir leid, dass du bei einem von Logans Angriffen dabei sein musstest. Und es tut mir leid zu sagen, dass es noch mehr geben könnte, bis wir diesen Wilden hinter Gitter bringen können. Bleib stark, Handwerker. Auch voll gemein, wie die über ihn reden, ne? Ich meine, gut, er ist ein Verbrecher, ne? Aber, ja. Ich verstehe, dass jeder anders ist, aber ich bin nur immer wieder erstaunt, wie leicht es für Logan ist, ständig so viele Regeln zu brechen. Jeder normale Mensch würde von Schuldgefühlen zerfressen werden. Naja, kommt drauf an. Kommt auf die Regel drauf an. Ich verstehe das nicht. Logan und ich sind zusammen aufgewachsen. Er ist etwas rau und unkultiviert, aber ich hätte nie erwartet, dass er ein Krimineller wird, wenn nur sein Vater noch da wäre. Oh krass, sie ist mit ihm zusammen aufgewachsen. Interessant. Sie sagen, Logan hat einen Zug entführt. Ich kann es kaum glauben. Ich kannte ihn mal. Dafür ist er nicht der Typ. Okay. Mich interessiert, kann man eigentlich den Logan auch hier daten? Das wäre noch eine Frage. Aber bitte nicht beantworten. Ich will mich nicht spoilern lassen. Dieser Logan weiß nicht, wann er aufhören muss. Er wird sich selbst verletzen, bevor all die Leute, die hinter ihm her sind, überhaupt die Chance dazu bekommen. Okay. Ich hatte ein enges Verhältnis zu Logans Vater. Ich bezweifle, dass er Logans Verhalten gutheißen würde. Der Junge ist ein verdammter Narr. Ja, aber gut, ne? Was soll man machen, ne? Dieser Logan geht mir echt auf den Keks. Wenn er das nächste Mal so eine Nummer abzieht, wird unser Rocky ihn sofort stoppen. Das sage ich dir. Wenn Rocky im Zug wäre, meine ich. Ah ja, alles klar. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem ganzen Zugentführungszeugs. Es scheint, als würde Logan sich immer mehr hineinsteigern. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er etwas tut, was er wirklich bereut. Ach, Owen. Ich habe das gesamte Inventar und die Passagierliste überprüft. Es fehlt nichts. Was haben Logan und seine Gang mitgenommen? Ich drehe hier durch. Ja, aber die haben etwas mitgenommen, ne? Der hat ja gefragt, hast du das gefunden? Und dann meinte, ich glaube, der hieß Haru, meinte dann so, ja, hab ich. Und dann sind die halt abgehauen, ne? Ansonsten haben die ja nur irgendwie da rumgestanden. Die haben ja nicht irgendwie die Leute beklaut. Ugh, dieser Logan ist so eine Nervensäge. Warum tut er das? Solange ich das nicht herausfinde, weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt auf meine Arbeit konzentrieren kann. Was ist mit Logan los? Protestiert er jetzt dagegen, Zugtickets zu kaufen oder sowas? Naja, glaube ich kaum. Da muss irgendeine andere Story dahinter stecken. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Ich meine, man kann über Logan sagen, was man will, aber man muss zugeben, dass dieser Segelflugstunt ziemlich cool war. Meine Worte, Mian, meine Worte. Das fand ich auch ziemlich cool.
Sah sympathisch aus. Oh Mann, ey. Ja, ich habe gehört, was mit Logan passiert ist. Der Junge braucht das Licht. Und dieser Haru, der muss noch einiges über vergiftete Freundschaften lernen. Ja, aber man beurteilt hier ja die ganze Zeit einfach nur, weil man nicht weiß, ne? Aber auf der anderen Seite, gut, wenn jemand Verbrechen begeht, dann wieso sollte man das gut reden, ne? Ich versuche immer, das Gute zu sehen. Ich finde es zwar nicht gut, dass Logan zurück ist und Unfug macht, aber wenigstens würde diesmal niemand verletzt. Man muss immer die Sonnenseite sehen, Schatz. Ja, so sehe ich das auch. Ich persönlich glaube, dass Logan zu viel Angst hat, um in der Nähe von Sandrock zu kommen. Deshalb hat er diesen letzten kleinen Stunt gemacht. Weiß schon, wegen mir. Aber eines Tages, oh, die große alte Frau, Faust der Gerechtigkeit direkt auf die Wirbelsäule. Die große alte Frau, ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich möchte, dass alle zum Essen kommen. Mama kocht am besten. Ah ja. Na gut. Dann geht's weiter. Mal schauen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ich lasse mich immer so schnell ablenken. Ich hatte Avios Lieferung abgegeben, ne? Das war doch der eigentliche Plan, oder? Ja, ich glaube schon. Gut. Dann geht es erstmal für uns weiter. So. Einmal hier runter. Muss ich noch was? Oh, Spielezentrum. Hä? Okay. Ich dachte, Avio wäre hier, aber der ist anscheinend nicht da. Ja gut, der kann auch woanders hingehen, ne? Macht auch Sinn. Hallo, Rook. Alles, was ich wollte, war reisen. Und schon an meinem ersten Tag treffe ich auf Zugräuber. Wo kann ich eine Fahrkarte aus diesem Irrenhaus herauskaufen? Vielleicht weiß es der nette Reporter. Mensch, der kommt mir bekannt vor. Wo habe ich ihn schon mal gesehen? Ich weiß nicht mehr, wie das Mädel hieß aus My Time at Portia. Bei ihr war das so, dass sie, meine ich, auch vorher bei Atara Times gearbeitet hat, da wo jetzt, wie hieß der Typ nochmal? Ernest, glaube ich. Müsste er sie doch eigentlich auch kennen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin so gespannt, so viel mehr über die Leute hier zu erfahren. Oh, ich habe mir gerade selbst Schaden zugefügt. Ein bisschen zu wild hier rumgehoppelt. Ja. So, ach, da ist er ja. Alles klar. Avio, bleib stehen. Miguel war mit seinem Kauf zufrieden. Haha, eine weitere perfekte Bewertung für bei den Treppen. Ich freue mich für dich. Mission abgeschlossen, sehr schön. Gut, dann können wir uns jetzt auf die anderen Aufgaben konzentrieren. Wir haben noch ein bisschen Glas, das wir herstellen müssen. Tschüss. Ich hoffe wirklich, dass sie diesen Zugentführer eher früher als später schnappen. Wie soll ich diesen Ort zu einem Tourismus-Hotspot machen, wenn dieser Verrückte frei herumlaufen und alle Kunden verjagen wahrscheinlich? Ja. Irgendwo doch verständlich. Gut, ich gebe hier mal eben meine Axt ab, weil wir haben ja jetzt die verbesserte Axt. So. Zack. Die Steinaxt, die brauchen wir nicht mehr. Die ist vorsintflutlich. Wir haben eine schicke Kupferaxt. Okay, wir brauchen noch eine Sache spenden und dann kriegen wir... Was kriegen wir? Wüstenverteidiger Gürteltasche. Klingt fancy, ich bin gespannt. Ich muss mich auch ein bisschen mehr um diese Ruinsache kümmern, ne? Eine Tasche, die um die Taille getragen wird. Ja, gut. Ja. Okay. Wow, da gibt es ja noch viel mehr. Aber das kommt alles später. Ich gucke mal, ob wir vielleicht doch schon mal was herstellen können. Das Gute ist, man muss das nicht im Inventar haben, damit das hier angezeigt wird. Das reicht, wenn es in der Kiste ist. Das ist das Schöne daran. Da muss ich die Sachen nicht immer hin und her sortieren und schleppen. Aber okay, hier fehlen nur so einzelne Sachen. Ja gut, hier ein bisschen mehr. Goldener Stierkopf. Nee, ich kann nichts herstellen. Schade. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht das eine oder andere doch noch schon fertig gemacht haben.
Okay, hallo Pferdchen, los geht's. Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal Richtung zu Hause und gucken, wie sich das mit dem Glas verhält. Ja, würde ich mal denken. Warte mal, nee, das ist die falsche Richtung. Ah, mein Orientierungssinn. Katastrophe. Oh, Pembe. Was für ein mysteriöser Haufen, diese Banditen. Sie haben sich die Mühe gemacht, einen Zug zu entführen und haben nicht einmal etwas mitgenommen. Was für eine Art von Zugräubern vergisst, den Zug zu überfallen. Ja, aber spätestens da würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, was ihr eigentliches Ziel ist, ne? Man müsste den einfach mal verhören oder so. Ja gut, das hört sich einfach an. Die haben ihn ja noch nicht einmal geschnappt, ne? Darin liegt ja auch wahrscheinlich das Problem. Rock. Achso. Das hat er schon. Okay, erstmal nach Hause. Ich habe immer Angst, eines Tages werde ich hier noch vom Zug erwischt, weil ich immer vergesse, darauf zu achten, ob da gerade ein Zug kommt oder nicht. Gut, wir haben genug Glas für den einen Auftrag. Das ist schon mal schön. Ich muss nur dann noch ein bisschen was nachlegen, ne? Da hinten. Ja gut, da soll das erstmal zu Ende gehen. Wir bringen das erstmal weg. So, bitteschön. Wow, wann habe ich diesen Auftrag noch einmal aufgeschrieben? Das ging ja ganz schön schnell. Warte nur, bis ich meinem Jack mal davon erzähle. Pünktlich. Gut. Zack, zack, zack. Was können wir noch machen? Wir könnten ein bisschen aufräumen vielleicht. Sieht immer so wild aus um mein Haus herum. Wir brauchen eigentlich keine Steine, ne? Aber ich will eigentlich auch ein bisschen aufräumen. Zack, zack. Dieses Sandgras auch hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich mein Pferd nicht treffe, ne? Ja. Und weiter geht's. Ich brauche auch auf jeden Fall Leder, ne? Muss ich auch noch dran denken. Ich muss einfach an viel zu viele Dinge denken und dann denke ich an gar nichts und mache irgendeinen Blödsinn hier. Alles, was ich nicht tun muss, mache ich, ne? So, das, was ich auf jeden Fall hier machen wollte, mache ich ja jetzt auch. Ich wollte die neue Axt ausprobieren und endlich diesen Müllhaufen mal kaputt machen. Kriegen wir schön gute Sachen, ne? Feine Holzreste, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Cool. Schön, und die sind hier frei, schön am Arbeiten. Jeden Tag, wenn ich Feierabend habe, suche ich mir einen schönen Platz hier oben, wo ich mich entspannen und eine Jackmelmilch genießen kann. Das ist das knorkige Leben. Hm? Du kennst knorkig nicht? So nennen es die Leute in meiner Heimatstadt. Es ist leicht zu nehmen. Da die Bergungsunternehmen alle ziemlich gleich sind, denken wir darüber nach, einen Marketingfachmann zu engagieren, der die Leute auf uns aufmerksam macht. Aber es könnte schwierig werden, die richtige Person zu finden. Sie müsste frech und charmant sein und immer 10 Schritte vorausdenken. Ach, was soll's. Ich werde einfach meinen Cousin damit aber auftragen. Ja, da hat er das Problem schon selbst gelöst. Okay. Können wir hier noch ein bisschen was kaputt machen? So. Ein bisschen sammeln hier. Und den da hinten nehmen wir dann auch gleich noch mit. Und fast geschafft. Ja, sehr gut. Okay. Machen wir den hier auch noch kaputt. Holz kann man immer gebrauchen. Und weiter geht's. Wir haben Stufe 13, ne? Ja. Und ich wollte ja noch anderes Rüstzeug haben. Wir haben Angriff 27 bis 30. Also ich meine halt Rüstung, sag ich schon. Schwert oder so. Wir müssen das mal ein bisschen aufwerten, das Ganze, ne? Ja,
haben jetzt den einen Auftrag erfüllt. Vielleicht kann ich ja mit dem Geld da was kaufen. Was Gutes. Wäre schon schön. Okay. Steinschwert. Steindolch. Der ist ein bisschen zu schwach, ne? Also Steinspeer, Steinschwert wäre nicht schlecht. Oh, das ist gut. Bronze. Bronzespeer. Oh, Schwert und Schild. Also ich tendiere tatsächlich zum Schwert und Schild. Das ist stärker. Und ich könnte mir das auch leisten, ne? Für 738. Ist natürlich happig. Aber ich glaube, das lohnt sich. Ich mache das jetzt einfach. Dann rüsten wir das nämlich aus. Dann brauchen wir das Schwert und Schild nicht mehr. Das kann weg. Und das Neue wird dann ausgerüstet. Cool. Gibt mir so ein Zelda-Feeling irgendwie. Okay. Schön. Jetzt bin ich zufrieden. Alles aufgerüstet. Sehr schön. Yeah. Ich bräuchte nur noch so eine Zipfelmütze. Joa. Wie sieht die Lage hier aus? Okay, nur ein Glas mehr fertig. Müssen ein bisschen mehr herstellen hier. Ah nee, doch ein paar mehr. Na, so. Haben wir genug Sachen? Füllen wir auf, so. Jetzt köchelt es. Okay. Kann aber noch eine Weile dauern, ne? Cool. Cool. Ich mag meine neue Ausrüstung. Dann können wir ja ein bisschen ausprobieren, oder? Wenn wir das Zeug schon gekauft haben. Ich meine, wir brauchen eh noch Leder. Können wir das mal austesten. Es fühlt sich aber echt auch selbst mit der Art zu laufen. Erinnert mich das total an Link von Zelda. Boah, seit wann sind die so aggro drauf? Waren die schon immer so? Wow. Yeah. Hallo? Okay, ich sollte vielleicht mal auch ausweichen. So. Oh, Level! Sehr schön. Nice. Gut, jetzt hat das funktioniert. Dann zum nächsten Hühnchen. Ich glaube, das eine war auch ein bisschen höher vom Level her. Deswegen war das ein bisschen schwieriger. Weil hier, das ist ja easy, ne? Mit Level 5er kommen wir sehr gut klar. So, schön. Hier noch ein Kaktus. Ich hoffe, der ist nicht zu nah an der Stadt. Ja, ging. Steinschleuder, Stein brauche ich nicht. Da ist noch ein Hühnchen. Das nehmen wir dann auch noch mit. Das ging auch easy. Doch schön Tierfell bekommen. Das brauchen wir. Hier noch ein paar Hühnchen. Das müssen wir jetzt jeden Tag machen hier. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr von dem Lederzeug. Wow. Ja, geht doch. Ich bin ausgeglichen. Wow. Steigen hier die Level mit mir? Oder waren die schon immer in dem Level? Ich habe irgendwie nie darauf geachtet. So, den nehmen wir auch noch mit. So. Ich muss auch treffen, Mann. Cool. Sehr schön. Boah, es ist schon dunkel, ne? Das ging irgendwie schnell heute. Der Tag ging schnell vorbei. Gucken. Hier, das könnte man eigentlich austauschen, weil wir haben ja den einen Schal bekommen, aber ich glaube Verteidigungspunkte plus 5. Kritischer Schaden plus 4%. Der ist nicht so gut, ne? Weil meine Sache ist besser, ne? Der Seidenschal.
Weil der Schal ist auch für Stufe 10 und der andere ist für Stufe 7, glaube ich, war das. Also auf jeden Fall drunter. Ich check das noch nicht ganz so, wie das mit der Aufrüstung hier funktioniert. Ob das nur über diese Werte geht oder übersehe ich noch irgendwas. Okay. Huch! Komm her, du kleiner Ball. Ja, sehr schön. Na gut. Ja. Oh, es ist schon nach 9 Uhr. Oh, wir haben Skarabäusflügel gekriegt. Ich finde die Roboter da so interessant. Ich würde da so gerne runtergehen. Aber ich habe das Gefühl, das ist erst für später, ne? Aber gut. Hier sind die Jackmel. Die süßen. Zack. Die Hummeisen. Schön friedlich hier. Bis auf die Tatsache, dass Logan hier sein Unwesen treibt, ne? Zack. Auf geht's mit Gebrüll. Und, was sehen wir hier? Noch ein bisschen was fertig geworden. Noch 3 Stück brauchen wir. Ja, morgen wird es dann schon fertig sein, ne? So, was können wir hier noch reinpacken? Wollen wir mal die Feinholzreste austesten? So. Okay. Können wir mit dem Leder jetzt? Ja. Haben wir was hergestellt? Nur 1? Okay. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? 2 Stück brauchen wir noch. Und Marmorziegel, stimmt. Die habe ich ganz vergessen. Kann ich gar nicht herstellen? Warte mal. Falsches Teil. Hier auch nicht? Ach, ist das da, wo ich das Glas gerade herstelle? Ah, okay. Ja gut, nach dem Glas können wir es um das Marmor kümmern. Ja, und wieder sortiert es nicht so, wie ich das haben wollte. Diese Insektenflügel sind durchscheinend. Komplizierte Designs ziehen sich wie kleine Straßen über die gesamte Oberfläche. Kann beim Basteln verwendet werden. Basteln? Kann man hier basteln? Das ist ja interessant. Gibt es irgendwie so eine Bastelstation oder was? Oder ein Bastelzimmer? Sehr interessant. Na gut. Schmeißen wir mal hier einfach die Sachen rein, die wir nicht brauchen. Wieder, was aus irgendwelchen Gründen nie in die Truhe will. Irgend so eine Pflanze. Hier könnte man die ganzen Ledersachen auch reinpacken. Also Tierfelle und so weiter, das passt ja. Ja. Und hier einfach den Rest, den ich nicht brauche. Denke ich. Ja, jetzt habe ich wieder genug Platz. Omelette kann ich bestimmt später gebrauchen. Zum Futtern. Okidoki. Ich will nur noch mal gucken. Wasser können wir noch herstellen? Genau. Da hatte ich noch vom Tau her ein bisschen was übrig gehabt. Gut, wir haben jetzt über 60%, ne? Eigentlich unnötig, aber besser gleich erledigen, damit ich das später nicht vergesse. Und hier gibt es erstmal nichts weiter, ne? Ja, okay. Nichts übersehen oder so. Wir müssen mal wieder auf Erkundungstour gehen. Das sage ich, glaube ich, auch jedes zweite Mal, aber ja. Wir machen das noch. Ich will nur einmal hier noch schauen. Ich habe hier noch einen Punkt, den ich vergeben kann. So. Ich glaube, ich nehme dann einfach sozialer Schmetterlingwissen. Oder, weil das ist der einzige Teil, den ich hier noch nicht freigeschaltet habe von oben. Ja, passt. Dann haben wir hier noch Wissen über die Bewohner. Ein Gruppenfoto, Smalltalk und Geschenkewissen.
Okay, Netzwerken wissen. Na gut. So, Leute. Ich glaube, der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Es ist schon 10:30. Und ja. Dann würde ich mich nämlich hier langsam verabschieden für den Tag und sagen, ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.